Wir spielen heute ein Wortspiel. Nein, ich spiele es jeden Tag sogar. Und zwar, wartet mal, Word Lanes. Uah. Ich spiele ein Wortspiel und kann nicht schreiben. Word Lanes von Fanaty. Fanaty ist ja der Entwickler von Codicross und Stadtplan Fluss. Beide Spiele, wo wir die Lösungen auf Check App haben. Und ihr werdet es... Oh, aktualisieren. Das ist aber blöd. Aktualisieren wir mal kurz. Word Lanes, die Lösung haben wir auch. Da gibt es in zwei Kategorien. Einerseits in den Stages, in den Stufen. Wer ist uns korrekt? Wartet mal. Ja, einfach alle. Ja, Stufen. Kapitel und Stufen. Und dann haben wir noch die Word Lanes Lösung für die täglichen Rätsel bei uns auf der Seite. Jeweils schön nach Monaten strukturiert. Aktuell haben wir ja, erwartet, Juli. Und das heutige Rätsel wollen wir mal zusammen spielen. Ich will die Lösung unter das tägliche Rätsel heute mal anbieten. Die anderen, egal wann du auf dieses Video kommst, findest du auf checkapp.de, der Link ist unten in der Beschreibung. Klicke dich da rein und finde die täglichen Rätsel. Falls du ein sehr Frühaufsteher bist, die Rätsellösung kommt immer so gegen 9 oder 10 bei uns erst. Wenn du früher dran bist, kannst du schon mal einen Kommentar schreiben mit den Wörtern, die du schon hast. Die täglichen Rätsel sind ein ganz schönes Rätselprinzip. Nee, was fällt mir ein? Ganz schön, eine ganz schöne Sache, um zusätzliche Münzen zu verdienen. Gleichsam sollte man vermeiden, dort Münzen auszugeben. Weil die braucht man eigentlich bei den inhaltlichen Rätseln mehr. Wenn du Wordlands spielst, kennst du die täglichen Rätsel. Es gibt immer ein Thema und dann gibt es so 7 bis 9 Wörter zu suchen, unterschiedlicher Länge. Na, was gab es denn jetzt zu aktualisieren? Wissen wir das überhaupt? So, wir fangen also mal mit den täglichen Relaxen an. Gehen wir da mal kurz rein und lösen das für heute noch durch. Ja, ich glaube, es fehlte nur noch ein Wort. Heute ist der 19.07. Ihr seht, ich bin sehr fleißig, spiele das täglich. Habe auch entsprechend täglich die Lösung. Und der Entwickler ist auch sehr fleißig und ballert uns erstmal hier eine blöde Werbung rein. Wenn ich Puzzle Survival spielen wollte, dann würde ich es schon spielen. Nach Tatsache, wir haben es sogar, glaube ich, schon gespielt. Na klar. Das ist das hier von Puzzle Survival. Wartet mal. Ich bin immer so neugierig, was Apps angeht. Ich glaube, das ist... Also die Werbung ist schon mal totaler Schwachsinn, glaube ich. Puzzle Survival. Gar nicht das Survival von Small Giant, Puzzle Combat. Wie heißt das dort? Ja, Puzzle Combat. Ich dachte, Puzzle Combat ist nicht Puzzle Combat, ist Puzzle Survival, ist ein anderes. Kann man hier mal rausgehen aus der Werbung? Das ist ja voll nervig, oder? Hey, je. Ist irgendwo was versteckt? Ach, hier oben war ein Skip-Button. Ah. Ich kann euch versprechen, dass das Spiel in Wirklichkeit nicht so aussieht. Wörter des Glücks passt ja dazu zu meiner schlechten Laune, die mir die Werbung gerade gegeben hat. Wie viele Wörter gab es heute zu suchen? 8. Wörter des Glücks. Ich tippe die mal schnell rein. Wörter des Glücks. Ist aber auch eine schwierige Kategorie. Es gab schon manchmal schwierige Kategorien. Thema Regenwald war gestern. Anaconda war gesucht. Überdachung. Also die Worte, die hier gesucht sind, machen manchmal nicht so Sinn. Dankbar. Sorglos. Wunder. Wunderbar. Super. Was fehlt noch? Hat es schon jemand gefunden, was da noch fehlt unten rechts? Heiter. Grinsen. Haben wir was vergessen? Aeropü. Ach nee, das heißt Euphorie. Euphorie. Und erfreut. Das war's, glaube ich. 2, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Worte wurden gesucht heute und wir gehen jetzt mal nach Heiter ein. Da ist das tägliche Rätsel für heute gelöst und wir werden mit einer niedlichen Animation bla bla bla. So, haben wir das. Das nächste Rätsel ist erst in 13 Stunden verfügbar, mit anderen Worten morgen. Ihr seht, ich habe relativ wenige Münzen hier oben. Es gibt einen gewissen Tipp, wie man an mehr Münzen kommt. Naja, Einleitungscode kopieren, den könnt ihr gerne kopieren. Nee, es gibt eine Möglichkeit zu provozieren, dass man Werbung angucken will. Wartet mal, wie war denn das gleich? Man muss immer durch die Menüs ja so gliden und irgendwann kommt die Aufforderung, eine Werbung anzugucken, um Münzen zu verdienen. Wartet, jetzt. Video anschauen, 75 hier unten. Habt ihr gesehen, was ich gemacht habe? Also ich bin in das Menü sozial immer wieder reingegangen. Soll ich jetzt bei 75 noch das? Ja, wir machen das, wir können es ja vielleicht skippen.
Ach je. Schon wieder das Gleiche. Leute, ich lade mir es immer noch nicht. Ach, ich muss mir das jetzt auch bis zum Ende angucken. Ach, nö. Ja gut, okay, man sieht ja, also falsche Werbung war für uns vielleicht ein bisschen fies, weil man sieht ja durchaus, dass es ein Match 3 ist. Ja, also ich erwarte jetzt hier bei Puzzle Survival ist ein Match 3 Spiel. Das dann so auf Kampf gemacht ist, weil oben wahrscheinlich so der Bildschirm geteilt ist und oben ihr seht den Kampf und unten müsst ihr das, ihr kennt ja das Prinzip wahrscheinlich von Puzzle Combat. Naja. So, aber ich habe 75 Chips dafür gekriegt, der Wahnsinn. So, das tägliche Rätsel haben wir, glaube ich, geklärt. Der Link ist unten in der Beschreibung, egal welchen Tag und welchen Monat ihr habt. Generelle Tipps habe ich vielleicht nur noch. Und gehen wir hier noch in die Stufe 80 kurz rein. Ach, 9. Sorry, das ist schon nervig, oder? Dreimal die gleiche Werbung. Und ich will es immer noch nicht spielen. Ist ja fast ein Running Gag. Ach, nicht jetzt. Ja, 5 Euro kann man investieren, um die Werbung wegzuhaben. Das ist vielleicht sinnvoll. Eigenschaft von Schwimmbadfliesen bei Nässe. Ich gebe euch mal die 5 Tipps. Das sind es nur 4 oder 3. Ich gebe euch mal ein paar Tipps mit, wie ihr die Level hier gut löst. Andererseits, indem ihr die Lösung wisst. Eigenschaft von Schwimmbadfliesen bei Nässe. Ich denke mal, sie sind glatt oder so. Na, ich sehe kein glatt. Rutschig vielleicht oder so. Matten. Rutschig könnte passen. Und jetzt kommt gleich mein Tipp. Deutsche Sprache mit Silben. Es ist immer gut, wenn man S sieht, guckt, ob es da ein C und ein H gibt. SCH. Hier hüben zum Beispiel, wartet mal, ich stelle es mal nach oben. Hier. Schl, schl, aber das wäre, also das SCH hier oben spielt wahrscheinlich eine Rolle. Und jetzt hat man gerade rutschig, da suchen wir ein zweites SCH. Hier. Aha, hier rutschig. Alles klar. Also SCH suchen, generell deutsche Silben suchen. Und wie Ung, wie Kite oder SCH, dann findet ihr die Wahrheit. Wahrscheinlich findet ihr die Worte. Bei den Stufenrätseln ist ja immer vorgegeben, was gesucht ist. Geschmacksrichtung bei Berliner Weiße mit Schuss. Ja. Grüße aus Berlin, gibt es in Himbeer und gibt es in Waldmeister. Also suche ich jetzt Waldmeister oder Himbeer. Ich glaube, es sieht aus wie Himbeer. Jetzt suche ich jetzt mal irgendwo, wo es ein Doppel-E gibt. Hier ist ein Doppel-E. Da muss irgendwo ein H sein. Hier. Himbeer. Kann man trinken, muss aber nicht sein. Sorry. Bei den täglichen Rätseln ist es übrigens immer gut, wenn man am Rand irgendwo anfängt. Da findet sich meistens was. Bei den Stufen ist es immer sinnvoll, wenn man den Lösungen anfängt, die man schon kennt. Denn die übrigen Worte, Buchstaben, die übrig bleiben, möglichen einen dann leichter die Lösung zu finden. Ist, glaube ich, logisch, oder? Einfacher Tipp. Tipp noch für die Nutzung der Joker. Ich nutze lieber den hier mit dem Kompass, auch wenn er 50 mehr kostet, anstatt mehrere von der Taschenlampe. Lieber einmal den Kompass, anstatt fünfmal die Taschenlampe. Ja? Österreichische Gebäckspezialität. Puh. Was ist jemand? Berufstitel in der Kirche, ähnlich bei Pfarrer. Keine Ahnung. Wer nicht, hat schon verloren. Wer nicht gewonnen hat, hat schon verloren. Nee, keine Ahnung. Wer nicht, hat schon verloren. Weiß das jemand? Kann man ja googeln, oder? Wer nicht, hat schon verloren. Wer nicht gewonnen hat, hat schon verloren. Das ist die Überschrift für dieses Video. Wer nicht gewonnen hat, hat schon verloren. Also, ihr seht schon die Stufe 80, wenn wir heute annehmen. Ureinwohner Australiens. Müssen wir mal nach einem A suchen. Abo. Ri. Ah. Nö. Aborigin ist falsch. Oh mein. Was ist da falsch? Abori. Achso, I hinten dran falsch? Ah, okay. Da landen wir ja noch, wie im Anschluss wurde geschrieben. Wenn hier Straits kann man ja eingeben. Ich weiß nicht, was das ist. Ach, das ist die Rockband, die gerade gesucht war. Okay. Erster Ausgang von einem neu geöffneten Fass. Ich weiß nicht. Fassschlag. Pastoris. Ah, Pastor. Rückwärtssuche. Immer ein sehr gutes Prinzip. Man kann also auch die Lösung finden ohne die Hinweise oben. Ich weiß immer noch nicht, wer gewonnen hat, hat auch verloren. Wer nicht. Das will ich noch. Also, wenn ich das noch habe.
Hisch, Rech, Rich. Nee, also CH deutet ja auch in so rum. Stitch wäre hier möglich. Stich. Nee, leider nicht. Sins. Schl. Das ist ja immer noch das SCH hier. Schl. Schlettisch. Schlettisch. Schletz. Also von dem L müssen wir ja eigentlich zum E gehen. Und jetzt? Runter, Schleer. Schleerisch? Nee, was soll das heißen? Ach, wer nicht. Ich hab schon verloren, ich finde das nicht. Die Lösungen ab Level 80 bringe ich dann in Kürze mal auf Check-App. Wirtlanes Lösungen ab Level 80. Wenn du Wirtlanes spielst, bin ich immer dankbar über Kommentare mit Lösungshinweisen. Logisch. Ansonsten werden wir das noch eine ganze Weile weiterspielen und immer die täglichen Rätsel und die weiteren Stufen ergänzen. Wenn du es ausspielst, schreib mal einen Kommentar, was du an dem Spiel gut findest. Vielleicht hast du auch Tipps, wie ich hier auf die Lösung kommt. Wer nicht gewonnen hat, hat schon verloren, sage ich da. Ich verabschiede mich mit diesen weisen Worten. Wer nicht verloren hat, hat schon gewonnen. Wer nicht. Ach Mann. Tschüssi.